Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge Assassin's Creed Unity. Ja, Versuch Nummer 2, oder? 3? Ne, ich glaube 3 ist das sogar jetzt schon. Klar, 3. Und zwar Latouche umzubringen. Wir haben soweit Schlüssel und alles drum und dran in der letzten Folge schon hinbekommen. Soweit auch schon alles relativ gut ausdünnen können. Was ich jetzt gerne noch machen wollen würde, mit diesem blöden Scharfschützen hier nochmal Hops zu nehmen. Perfekt. Tschüss. Ein Problem weniger. Weil der ist mir nämlich schon die ganze Zeit so ein bisschen im Dorn im Auge gewesen. Und jetzt. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wenn wir hier drüben sind. So dass sie uns nicht sehen. Ah, ich traue da gerade nicht so richtig der Truppe. Ah. Naja. Was? Wir sind doch nur ein Bürger. So. Und Schuss. Genau so war es gedacht. So. Ja. Jetzt nochmal ein anderes Thema. Wir sind ja inzwischen quasi kurz vor Silvester angekommen. Beziehungsweise, ich nehme jetzt gerade am 27. auf, nur für die, die es interessiert, weil, ja, es hat sich klar Silvester, Boom, Bang, Bomb und so, da kann man dann nicht mehr viel mit aufnehmen machen, wenn da einfach zu viel, ja, Soundfeld kaputt gemacht wird, sag ich jetzt mal. Ergo nehme ich jetzt ein bisschen vor auf. Und natürlich auch, wenn man selber ein bisschen feiern möchte, klar. Von daher. Schauen wir mal. Was wird das? Ich glaube, es nennt sich Rettung. Wieso? Weil es tatsächlich kein Kapitalverbrechen ist, ein sturer Bock von einem Mann zu sein, auch wenn es sich auf Dauer nicht auszahlen kann. Bitte, bleibt zurück und lasst mich vorgehen. Nächster! Ist auch überhaupt nicht auffällig mit den Klotten. Dann los. Meining. Da war noch gar keine Wache mehr, Joe. War doch schon alle tot. Schweinerei. Nein, nein. Doch, sicher. Du bist dieser Trunkenbold. Bindet ihn fest. Ich. Oh Gott, das bin ich. Bindet ihn oder fest. Nicht? Ist das. Ist das? Tschüss. Entlassen. Aber. Warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich hörte, ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Das sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Tja, Latouche. Und diesmal werde ich hier nicht so lange rumfackeln. Einfach mal ein bisschen. Wir kriegen schon wieder keine Unterstützung von den Bürgern, so wie ich das sehe. Aha. Na, kommt mal her, Jungs. So. Sehr gut. Ups. Egal. Interessiert uns jetzt gerade nicht. Da ist die Uplay-Verbindung gerade abgerissen. Wir wissen ja, dass das eh egal ist. Komm schon. Sehr gut. Aber so schlecht
Au, ist der Speer eigentlich gar nicht. Wenn man halt dazu kommt, Zitro zu stechen. So. Habe ich jetzt nichts von. Au, gesehen. Du Spinner. So. Jetzt da. So. Steh auf. Du Arsch. Und leg dich hin. Aha. So. Neben dem Tisch möchte ich aber plündern. Den Saftsack. Ha. Sein altes Gewand geklaut. So viel zu der Unterstützung. Naja. Da sagt er auch nochmal Juppel-Verbindung und so. So, da haben wir auch das geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Da haben wir die meisterhaften. Wir sind nah dran, Novizio. Hallo und Germain, kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, was das jetzt? Wie sie endete. Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Ah, wo ist es? Wenn alles da hinten. Läuft, ist das deine letzte Zwangsmigration. Na, hoffen wir mal. Läuft, erleidest du einen hippocampalen Schock und wirst den Rest deines Lebens durch eine Sonde ernährt. Ja, danke. Okay? Super Voraussetzung. Freut man sich. Okay. Was ist das Ding? Einfach mal runter hier. Shit drauf. Dum, dum, dum. Das ist ganz schön weit. Und das Pad ist am Vibrieren wie behindert. So in der Stärke immer wieder so am Wechseln. Also leicht, schwer, leicht. Und schwer und leicht am Rütteln und schwer am Rütteln. Geht die ganze Zeit so. Jetzt hier irgendwo schnell hoch. Ich würde hier irgendwo schnell hochkommen wollen. Das hört sich merkwürdig an. Naja, ein da. Stimmt wieder das besetzte Paris. Am Boden, aber nicht am Ende. Bam, bam, bam. So, also wir werden bald Germain oder Germain oder wie auch immer man den jetzt ausspricht, bald erwischen. Oh, Spoiler, Spoiler. What the? What the heck? Friedhof? Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Cool. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Das ist doch Altairs Zeit. Cool. Schönes Ding. War eigentlich mit, finde ich, am persönlichsten so, persönlichsten, ja. Persönlich mit am schönsten eigentlich das Setting. Also schönsten im Sinne von, weil es halt einfach irgendwie am besten gepasst hat. Okay. Was ist denn hier passiert? Gut. Ich glaube, wir sollten hier lieber schnell raus. Ist das etwa der Angriff auf die Feste? Könnte natürlich sein. Sieht schon cool aus hier. Kampfhauptkontrollen ist auf jeden Fall nicht. What the? Was zur Hölle? Was haben die für Klotten an? Ich kann das auch nicht richtig deuten. Das sind Templer. Das sind alles Templer. Da drüben wird gerade ein Assassine erschlagen. Wenn ich das richtig sehe. Oder was ist das? Gute Frage. Autsch. Jetzt den voll am Quälen.
Wir sollten da jetzt rum. Okay. Und da hoch? Aha. Hier rum. Was zur Hölle ist hier passiert? Da sind sie gerade am Abschlachten. Nee. Am Aufbrechen. Quasi das Loch hier reinhauen. Ist das das Assassinzeichen? Nee. Gute Frage. Ich finde es auf jeden Fall recht interessant. Wow. Ernsthaft? Auf mit dem Scheiß hier. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir sollten hier ein bisschen vorsichtig sein. So, hoch da. Was macht der? Was macht der da? Finde den Ausgang. Wow. Das war... Au! Der andere war aber auch schon ganz schön knapp. Ich würde mich eigentlich gerne hier noch weiter umschauen. What the... Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Was ist hier los? Da sind wir ran. Okay. Ist das die Festung? Darf sich auch nicht nach oben umschauen. Schweinerei. Bin mir nicht sicher. Das könnte echt sein. Das ist die Festung von zweiten Teil? Ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Du bist fast da. Auf jeden Fall wird hier überall... Au! Schnell mal lieber was schlucken. Gekämpft. Okay, wir sollten vielleicht nicht unbedingt so direkt irgendwo langlaufen. Oh. Spinner. Okay. Jetzt mal hier rüber. Oh, oh, wow. Alter. Folge meiner Stimme. Nein. Scheiß auf deine Stimme. Ich sehe dieses Portal. Wow, wow. Schon. Und hepp. Ist doch Paris? Okay. Anscheinend. Ach, keine Ahnung. Die Bastille auf jeden Fall. Serverbrücke abgeschlossen. Die war ja echt cool. Die war cool. Das gefiel mir gerade. So. Und nun sind wir dann jetzt quasi Richtung Sequenz 12, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Na komm schon. Hopp. 3, 2, 1, meins. Jetzt. Nee. Jetzt aber. Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Kampf der Maus. 8. Juni 1794. Okay. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Germain keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Hat man die ganze Zeit Puff Bang Bong gehört, ne? Okay. Dann gucken wir mal eben, was unsere Sync-Punkte sagen. 7. Dann können wir uns doch mal hier eben die schweren Waffen holen. Ja, oder?
Oder? Was haben wir hier? Ja, wir wollen sonst vielleicht mal auf das Giftgas sparen. Ist auch nichts mehr angezeigt oder so. Also, neuerdings irgendwie leicht buggy. Ja, ich würde sagen, wir holen uns das Ding jetzt hier. Scheiß drauf. Und dann schnappen wir uns gleich mal eine schwere Waffe. So. Waffen. Schwer. Was haben wir denn da so? Wir haben einen Henkerspeil und wir haben ein Langschwert. Ja, nehmen wir das. Das Beil. Beide auch schon verbessert. So wie ich das sehe. Okay. Ja, wir sind natürlich auch immer noch als Weihnachtsmann unterwegs. Da auch immer noch, soweit ich weiß, der Bonus aktiv ist. Mittelalteres freigeschaltet, okay. Oh, hier ist eine Truhe. Mal gleich mal gucken, ob wir die zufällig jetzt schon öffnen dürfen. Ja! Und? Ah. Nur ein bisschen Geld. Guck mal hier. Können wir uns gleich mal mit den Jungs anlegen. So. Kann mich mal mit euch kloppen. Wow. Das Ding kann man sogar richtig aufladen. Okay. Interessant. Hauen wir ihn mal eben um. Hallo. Willst du mich verarschen? Na komm. Dann machen wir es halt so. Zack. Boah, ist das... Oh, schon echt lahm. Okay. Endlich wieder in Paris angekommen. Und dann gleich am Arsch der Heide. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, können wir jetzt eigentlich hier... Also wir können schon mal hinreisen. Das ist schon mal etwas. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist mit dem Geld? Weil das ist schon krass, wenn wir jetzt kein Einkommen mehr haben sollten. Weil... Wie sollen wir denn dann sonst nochmal irgendwie so Brustrüstung und so? Ach, das scheint trotzdem uns zu gehören, oder wie soll ich das verstehen? Anscheinend. Okay. So, und jetzt können wir nochmal drauf achten. Kriegen wir jetzt 43.000? Oder mehr? Ja, 64. Das ist es nämlich. Gut. Damit haben wir doch jetzt aber... Ja, nice. Sehr schön. Ausrüstung, Ausstattung, Brust. Was haben wir denn da? Was hatte das Ding denn? Nahkampfpanzerung, Entdeckung, Verkleidenradius, Wirkungsdauer und Gesundheit 7. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens irgendwas mit Gesundheit 7 uns organisieren. Ach nö, das reicht nicht. Das reicht nicht, das Geld. Dafür reicht's. Okay. Nahkampf, Fernkampf. Oh. Natürlich auch nicht schlecht, das Ding. Was haben wir hier? Nee, das Ding ist... Das sieht einfach nur hässlich aus. Das kommt schon eher in Frage. 8 Nahkampfpanzerung. Hat weniger mit Verstecken zu tun. Das war natürlich auch nicht schlecht. Das aus. Ja, das Oberteil stört mich ja eigentlich nicht. Es ist halt dieser blöde Kopf, der mich stört. Ja, der ist auch nicht so prall. Das ist halt wirklich der hier, wenn. Wisst ihr was? Wir werden das Ding jetzt erstmal hier machen. Weil... Ich weiß nicht, ich... Ist mir egal, was die Werte sagen, ganz ehrlich. 10 und 8, ein bisschen weniger Leben. Credo-Punkte. 10,
10. Geldbeutel würden wir bekommen. Ach. Ich will eigentlich diesen blöden Helm loswerden. Ach komm. Wir sparen jetzt nochmal eben und holen uns dann gleich diese Gerüstung. Wir machen jetzt eben erstmal schnell einmal hier diese blöde Tour. Ich glaube zwar nicht, dass das reicht. Guck, guck. Aber egal. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. Und jedes bisschen Knete bringt uns im Moment näher an eine Brustrüstung und damit auch automatisch näher an den besseren Kopf, wollte ich sagen. Also hübscheren. Weil der geht halt einfach nicht. Der geht halt einfach echt gar nicht. So, was haben wir denn noch hier auf der Ecke? Da wäre noch eine. Die machen wir mal eben fix. Dum, 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 dum. Ja. Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, was uns wirklich fehlt. Ich glaube, das reicht jetzt. Oder? Jo. Jo, wunderbar. Was hatte der Alte an HP? 7. Ach, schau. Dann, zack. Oh, endlich dieses hässliche Ding los. Also so schick fand ich das Großteil auch nicht. Ja. Das sieht schon besser aus. Die Farben sind halt einfach noch ein bisschen... naja, möchte ich sagen. Supi. Damit müssten wir doch jetzt aber letzten Endes alles auf Maximum haben. Ja gut, die Waffe, die wir jetzt gerade nicht anhaben, die fehlt uns natürlich. Ja gut, scheiß mal jetzt eben auf die schwere Waffe. Wir werden dann nochmal auf eine schwere Waffe sparen als nächstes. Erstmal wieder unsere Einhandwaffe. Wir müssen uns ja jetzt hier nicht unnötig immer kastrieren. Pabling! Jetzt sind wir golden. Gold, Gold, Gold. Gold ist alles, was ich brauche. So, Kiste, wo bist du denn? Bist du echt ganz schön weit weg. Oh, guck mal. Guck die Kuck. Eigentlich wollte ich nur einen erwischen, aber gut. Dann ist es halt so. Oh, sieht ein bisschen beweglicher aus jetzt, der gute Arno. Mit der neuen Brustrüstung. Wirkt nicht so flatterig am Arsch. Oh, es ist da sogar noch eine Einer. Eine Einer-Truhe. Und mal her damit. Das schaffe ich nicht. Niemals. So. Und Katsching. 2,25. Naja. So. Tja. Dann mal eben grübeln. Was machen wir denn jetzt? Guck mal da. Da ist noch ein Abzeichen, das wir noch nicht besitzen. Was sogar noch angezeigt wird. Da haben wir noch ein paar mehr. Auch wenn wir die Farbe gerade nicht nutzen können. Ich sie jetzt trotzdem gerne schon mal langsam freischalten. Wäre auf jeden Fall mal schick. Wird, glaube ich, ganz gut kommen. So. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh. Eine ätzende Ecke hier gerade. Aber immerhin haben wir die Brücke direkt bei uns. Und eine Zeitung. Können wir uns auch nochmal eine neue holen, auch wenn wir sie eh nie durchlesen. Bla bla bla. Ja, scheiß Dieb. Wobei, kommt er zu uns? Tatsache. Nee, der läuft weg. Okay. So. Ich bin schon ein Stück. Dim, dim, dim. Die halten ja Händchen, auch wie süß.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Interaktion sogar richtig. Mit Berührung. Oh. Körperliche Nähe. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, mein Freund. Da seid ihr jetzt schon tot. Ja, gar nichts. Nochmal ein Lächeln ziehen. Bettler. Warte mal. Bettler? Du willst Geld? Guck mal. Bitteschön. Wie? Er interessiert sich doch nicht für. Werfen ihn da schon ein bisschen. Und das will er nicht mal. So ein böser Bub. Okay. Da ist das. Da ist das Ding. Kann man dann da hin einfach rüberspringen, hm? Ja, dürfte einfach rüberspringen sein. Perfekt. Guti. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, sind wir dann jetzt mal wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit auch Spaß gehabt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!